Moin bei kugelbahn.de. In diesem Video geht es darum, meinen Tisch zu erneuern. Den möchte ich ja gerne etwas verbreitern. Verlängern möchte ich ihn eigentlich gar nicht. Und darum bin ich jetzt hier in den Baumarkt gefahren, der mit den drei großen Buchstaben und der orangenen Farbe. Und hier möchte ich mir Platten kaufen, die ich auf den Tisch drauflegen kann. Und das Ganze soll so konstruiert sein, dass ich die schnell auf den Tisch legen kann und auch genauso schnell wieder runter machen kann. Das wird also so eine Art Kugelbahn-Bautisch nach Bedarf. Und der Tisch ist 90 cm breit. Den möchte ich gerne um ganze 60 cm breiter machen, also auf 1,50 m. Und bei der Länge ist der Tisch 1,80 m. Das reicht mir eigentlich aus. Und ich gucke jetzt mal, was ich hier im Baumarkt so an Material bekommen kann. Viel Spaß bei diesem Video. Eine Woche war ich in einem Land, in dem man keine Maske mehr tragen musste, außer im öffentlichen Personennahverkehr. Und trotzdem ich jetzt fast 2 Wochen wieder hier bin, gewöhne ich mich trotzdem nicht dran. Deswegen muss ich immer die Maske noch aus dem Auto holen. Und auf dem Weg in den Baumarkt hinein fiel mir ein, mit diesem Wagen kannst du auch nicht unbedingt viel anfangen. Also nochmal alles zurück und einen geschickteren Wagen geholt, weil ich muss ja schließlich Platten da reinlegen und keine Einkäufe im Supermarkt. So, los geht's, angekommen am Plattenregal und natürlich gibt es keine fertigen Platten, die auch noch schön umleimt sind, die 1,50 Meter sind. Es gibt nur 1,20 Meter und 2 Meter und irgendwelche 80er noch und sowas und 1 Meter lang, aber halben keine 1,50 Meter. Und dann habe ich ein bisschen hin und her überlegt und mich letztendlich für 1,20 Meter entschieden. Das heißt, ich mache den Tisch nicht 1,50 Meter breit, sondern nur 1,20 Meter, was eigentlich auch ausreichen sollte. So, ich habe mich spontan, da habe ich meine Maske umstellt, ich gerade fest, ich habe mich spontan umentschieden und zwar wollte ich den Tisch ja erst 1,50 Meter breit machen, das habe ich mir überlegt. Ich muss ja auch noch in die Mitte vom Tisch kommen, um da was aufbauen zu können und da muss man dann doch sich ein bisschen strecken und ich hätte die Platten erst zuschneiden lassen müssen, weil die gab es nur in 2 Meter. Hätte ich dann 50 cm Verschnitt gehabt, hatte ich irgendwie auch keine richtige Lust drauf. Deswegen habe ich jetzt 3,20 Meter mal 60 genommen, die direkt auf den Tisch drauf passen und ich habe diese Anbauplatten noch, die an den Tisch noch dran gesteckt werden. Dann ist der, glaube ich, irgendwas mit 2 Meter, ich kann es gar nicht so genau sagen, 60 glaube ich dann lang. Deswegen habe ich noch 2 Platten genommen, die 40 cm breit sind und auch 1,20 Meter lang, wo ich die dann noch auf die Anbauplatten drauflegen kann. Das heißt, ich hätte dann summa summarum einen 2,40 Meter mal 1,20 Meter Tisch und das sollte auch ausreichend sein, um mit den Bahnen ein bisschen zu eskalieren, nicht eskalieren, mit den Bahnen ein bisschen zu, wie heißt denn das Wort? Expandieren, jetzt habe ich es. Was natürlich auch noch ein Punkt ist, ich habe die Sachen auch so problemlos ins Auto bekommen, wie man hier vielleicht ein bisschen sehen kann. Das geht jetzt nicht, weil er immer auf meinem Gesicht drauf bleiben möchte. Und so konnte ich das auch alles ganz problemlos ins Auto laden. Mit dem 1,50 Meter Dinge platen wäre das irgendwie nicht so ganz easy gegangen. Aber das war jetzt nicht der Grund, wieso ich da auf die kürzere Breite gegangen bin. So, und dann bauen wir das Zeug jetzt gleich auf den Tisch. Alle Teile sind hochgeschleppt unter Einsatz aller Kräfte. Also schwer war es jetzt nicht und jetzt muss ich den Tisch ausräumen. Mal klar Schiff machen hier auf dem Tisch. Ich brauche meine 60 cm Platten. Ich könnte jetzt bloß so kurze Stücke schneiden, aber dann ist die Gefahr größer, dass die
Platten hin und her wackeln, deswegen mache ich die Leisten 50 cm lang. Ich muss aber erst noch mal messen, ob ich dann auch genügend Teile rauskriege, aber die Platten sind über 2 Meter. Ich brauche, na gut, für die Kleinen brauche ich auch noch was. 2 Meter, hier kriege ich viel raus. Ja, das passt auf jeden Fall. Und ich muss ja letzten Endes nur die Teile kurz sägen. So, hier geht's los. Ich würde gerne an dem anderen Tisch sägen, aber es hat geregnet und der ist klitschnass. Dann ist auch gleich das Holz nass. Diese Säge hat schon einige Jahre auf dem Buckel, aber ist immer noch relativ scharf. Jetzt schrauben wir, jetzt drehe ich die Platte erstmal um, weil da sind nämlich Aufkleber drauf und die will ich natürlich auf der Unterseite haben, dann muss ich nicht abrubbeln. Die Platten sind 1,20 Meter lang, der Tisch ist 90 cm breit, 120 minus 90 sind 30 und davon die Hälfte ist 15. Also muss ich mir theoretisch nur hier das lichte Maß markieren und an diese Markierung dann meine Leistchen dran schrauben. Dafür braucht man natürlich ein schweres Gerät in Form eines waffenscheinpflichtigen Akkuschraubers. Magnethalter und Schrauben, wo habe ich die denn hingelegt? Habe ich ja auch noch gekauft. Da sind die Schrauben. So, jetzt scheitere ich wahrscheinlich daran, dieses Ding hier aufzukriegen. Ich gehe jetzt mal davon aus, die Leisten, weil sie breit genug sind, nicht vorbohren zu müssen, weil gerade bei diesen Fichten oder Kiefer, da platzt das mal schnell auf. So. So, dasselbe Spielchen von der anderen Seite. Auch wieder 15. Hier mache ich jetzt ein bisschen weniger, damit ich ein bisschen Spiel drin habe. So, die sitzen. Zwei Schrauben, wie gesagt, sollten reichen. Es muss ja nichts halten. Und dann drehe ich das jetzt mal. Und na, ist doch zu eng. Jetzt muss ich nur zusehen, dass ich nicht zu viel mache. Und ja, so sitzt es und wackelt. Nur minimal, da kann ich auf jeden Fall mit leben und es lässt sich auch kaum verschieben, weil der Tisch halt nicht egal, oh, hier klemmt sehr, oh, hier geht es leichter zu schieben, aber hier hinten, da wird der Tisch dann minimal breiter. So, Platte Nummer 2, wir müssen Platz machen, einmal umgedreht, eingehakt, draufgesteckt, dran geschoben und schon haben wir hier eine Fläche drin, die ist nicht so ganz stufenlos hier, bricht sich ein bisschen, aber vom Prinzip her okay. Dann sind wir auch schon bei der letzten Platte, die jetzt außen ein bisschen nass ist, weil ich die Platten eben an der Hecke stehen hatte. Ach, ich glaube, da muss ich mal ein Aquariumhandtuch nehmen. Aquarianer hat meistens nasse Ärmel und dafür muss immer ein Handtuch parat liegen. Dieses Maß wird auch dadurch schon ein wenig enger, weil das Holz sich ein bisschen spaltet beim Reinschrauben. Aber auch hier passt es jetzt. Hier ist eine kleine Stufe. Und jetzt kommen natürlich noch die Zusatzplatten. Die habe ich allerdings vorher nicht ausgemessen, muss ich sagen, wie breit die sind. Na, jetzt geht's. So, und dann habe ich ja hier die anderen Platten dafür. Die 40, ja gut, hier steht es ein bisschen drüber, dann ist aber nicht weiter schlimm. Ups, so Platte 1 von den schmalen. Und auch das passt. Gut, hier ist die Kante natürlich nicht vermeidbar, weil die Füße des Tisches einfach ein bisschen rausgucken. Bauen wir mal Grundplatten auf.
So, ich weiß jetzt nicht, ob man mich genau erkennen kann. Es sind jetzt auf jeden Fall 4 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Platten, sind also jetzt 32 Grundplatten. Ich hatte einen kleinen Rechenfehler im Baumarkt gehabt, weil mein Tisch, das wäre länger gewesen. Ich würde noch eine ganze dran kriegen. Normalerweise, wenn ich noch eine schmalen Streifen von diesen weißen Platten mit dranlegen würde, das werde ich wahrscheinlich auch noch tun. Dann wären es 4 Stück mehr und dann wären es 36 Grundplatten. Und ich merke jetzt auch wirklich durch diese 1,20 Meter, wenn das jetzt noch 30 cm weiter wäre, käme ich an den mittleren nur noch schwer dran. Und wenn hier irgendwas steht, das reißt man einfach bei einer unbedachten Bewegung um. Und das ist doch sehr ärgerlich. So ist es auf jeden Fall deutlich komfortabler. Schön groß, so kann ich mir das vorstellen. Und wenn ich erstmal da ein bisschen überschiebe, dann kann ich hier auch noch eine Reihe problemlos dran setzen. Ihr wart jetzt also dabei, wie ich diesen Tisch hier verbreitert habe, mehr oder weniger professionell. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Like für das Video da, abonniert kugelbahn.de und aktiviert natürlich auch das Bimmelbammelglöckchen, denn dann werdet ihr informiert, wenn es hier ein neues Video gibt. Und das wird es demnächst, wie ihr seht, ist ja alles vorbereitet dafür. Und somit würde ich sagen, ciao.